Was also Leute, hier ist Draclinus ein letztes Mal zurück bei Let's Play Assassin's Creed 3. Warum ein letztes Mal? Wir sind im Finale. So viel haben wir mit Desmond erlebt. Und wir haben noch zwei Spiele, die wir mit ihm durchspielen werden. Wenn auch nicht gleich nach diesem Projekt, aber nachdem die nächste Welle an neuen Spielen, Metal Gear Rising, Dead Space 3 und Ultimate Ninja Storm 3 fertig ist, werde ich mich Assassin's Creed 2 widmen und dann Brotherhood, um die Assassin's Creed Reihe würdig abzuschließen. Wie die Story enden wird und warum Desmond so einen dämonischen Blick hat, erfahren wir dann auf jeden Fall so ziemlich gleich, auf jeden Fall innerhalb dieser Folge. Stunde der Wahrheit. Das ist es also. Der letzte Abschnitt von Desmonds Reise oder nur der Beginn einer neuen? Das ist jetzt die Frage. Und was wird uns hier erwarten? Was soll ich da bitte schon gleich sehen, was die Welt retten wird? Nach 90 Folgen werden wir es endlich erfahren. Was dieses ganze Spiel überhaupt sollte. Ich bin gespannt. Ja. Komm. Hier, endlich. Jetzt kennst du die Geschichte, wie wir es versuchten, wie wir scheiterten, wie unsere Hoffnung erlosch. Außer einer. Deine Hand. Ein Funke. Ein Funke, die Welt zu retten. Warte! Berühre das Podest nicht, Minerva. Du? Aber wie? Du gingst. Und hast das Gerät zerstört. Glaubst du denn, es gab nur das eine? Was bitte geht denn hier vor? Du darfst sie nicht befreien. Befreien? Juno lebt in diesen Mauern und wartet auf ihre Freilassung. Ich werde es erklären. Während wir die Welt retten wollten, wollte sie sie stattdessen erobern. Sie nutzte unsere Maschinen für ihre eigenen Pläne. Weissagung durch Zahlen. Die Existenz folgt einem Muster. Die Berechnungen zu verstehen, heißt die Zeit zu zählen. Das war mein Ziel. Ich baute das Auge, um uns zu helfen. Doch sie nutzte es für ihre eigenen Zwecke. Als sie den Verrat bemerkten, haben wir es beendet. Und dann gingen wir. Doch zuerst riefen wir dich, damit du es erneut versuchst. Wir dachten, ohne sie sei es sicher. Nun sehe ich hier umgetäuscht. Sie überlebte, sie verharrte und sie begann zu arbeiten. Jahrhunderte liefen Tinia und ich durch die Welt, um den Funken der Zivilisation wieder zu entfachen. Wir teilten unser Wissen so gut es ging. Wir waren nicht die Ärzte. Und trotz all der Macht, die wir besaßen, würde der Tod uns holen. Doch bevor er das tat, wollte ich einen letzten Blick erhaschen, ob wir Erfolg hatten. Und so bist du jetzt hier. Ich hoffte, ihr findet diesen Ort und vollendet unser Werk. Doch es ist zu spät. Ihr und die Templer habt über unsere Überreste gestritten. Ihr habt Jahrhunderte vergeudet. Und so habt ihr eure Chance vertan. Du kannst das Ende nun nicht mehr aufhalten, Desmond. Du kannst es nur... Sie lügt! Berühre nur das Podest und die Welt wird gerettet. Besser die Welt verbrennt, als die da zu entfesseln. Ist das wirklich so? Dann zeig es ihm. Aber er wird nicht verstehen. Es ist kompliziert. Es ist... Zeig's mir. Hörst du auf Minerva, wird die Sonne triumphieren. Der Boden wird aufbrechen
und Feuer in den Himmel spucken. Die ganze Welt wird brennen. Doch das ist nicht das Ende. Nur ein Vorbote seiner Ankunft. Es folgt Dunkelheit. Dann kehrst du zurück, entschlossen, die Grundlage zu legen, damit eine solche Tragödie nie mehr geschieht. Du wirst ein Symbol für die, die überlebten. Hoffnung, Wissen, Entschlossenheit. Du inspirierst sie zum Wiederaufbau, zu einem Neuanfang. Und mit der Welt wird auch die Menschheit genesen. Doch du bist nur ein Mensch, schwach und sterblich. Du verlässt diese Welt und bleibst nur eine Erinnerung, ein Nachlass. Erst gedenkt man deiner als Held, dann als Legende und mit der Zeit als Gott. Das ist das grausamste Schicksal, Worte in guter Absicht zu schreiben und zu sehen, wie sie verfälscht werden. Was das Leben ermutigen sollte, wird zum Vorwand, es zu beenden. Und so siehst du jetzt, das, was war, wird wieder sein. So sag mir, ist das nun besser? Sie würde dich opfern. Sie würde die Welt opfern. Und einfach nur, weil sie mir die Genugtuung nicht gönnen will. Sie wird deine Rasse versklaven, Desmond. Kämpft ihr denn nicht deswegen? Seid ihr nicht deshalb hierher gekommen? Um die Zukunft eurer Rasse zu sichern und ihre Freiheit? Welche Zukunft? Welche Freiheit? Milliarden sterben und der Zyklus beginnt von vorn? Die Welt kennt nichts weiter als Schmerz und Horror, seit ihr sie verließ. Unser Geschenk an sie. Und du willst es wiederhaben. Genug! Du darfst das nicht tun. Was immer Juno plant, wie schlimm es heute auch scheinen mag, wir werden sie aufhalten. Doch die Alternative, das, was du willst, hat keine Hoffnung. Befreist du sie, wirst du vernichtet. Es wird sehr, sehr schnell gehen. Und ohne Schmerz. Tu es nicht! Es ist getan. Die Entscheidung steht. Dann musst du mit den Konsequenzen dieses Fehlers leben und sterben. Verschwindet, ihr alle, jetzt. Geht so weit weg, wie ihr nur könnt. Komm mit uns, wir finden einen Weg. Keine Zeit. Sohn. Du weißt, dass es stimmt. Es hat begonnen. Ich muss das tun. Also geht. Geht! Nordlicht. So etwas noch nie zuvor gesehen. Augenzeugen beschreiben elektrische Stürme und plötzliche außergewöhnliche Wetterphänomene. Die Bevölkerung auf, ihre Wohnungen nicht zu verlassen. Und auch Geologen berichten von seismischen Aktivitäten im pazifischen Feuerring. Der Nordosten Kanadas erlebt zurzeit die schlimmsten Wetterkapriolen. Beginn der Aufzeichnungen. Satelliten und Transformatoren fallen aus, während der Sonnensturm immer stärker wird. Weltweit wird von Stromausfällen berichtet. Scheint zurückzugehen. Leichte seismische und vulkanische Aktivität wird berichtet. Aber nicht mehr in der vorherigen Stärke. Natürlich wird es mehrere Tage dauern, bis Experten die tatsächlichen Schäden des heutigen Ereignisses festgestellt haben. Aber das Schlimmste scheint vorüber zu sein. Wir halten Sie über die Entwicklung der Geschichte auf dem Laufenden. Vollbracht. Die Welt ist gerettet. Du hast deine Rolle gut gespielt. Aber nun ist es an der Zeit, dass ich die meine spiele. Aber was ist denn das? Ich hätte mit allem Möglichen gerechnet, aber nicht damit. Okay, was ist hier gerade passiert?
Desmond hat sich geopfert, damit die Welt gerettet wird. Aber Juno wird die Menschheit jetzt versklaven. Okay. Aber wieso um alles in der Welt ist Juno allein in der Lage, die Welt zu retten? Wenn die Zivilisationen doch vorher daran gescheitert sind. Was kann Juno allein tun? Wieso? Na? Sie war doch früher auch da. Da hätte sie doch damals die Menschheit gerettet, um sie dann zu versklaven. Wenn sie so mächtig ist, dann hätte sie doch alle einfach unterwerfen können. Oh, ich verstehe das nicht. Sehr komisch. Tja, jetzt kommt meine Review zum Spiel, hä? Was kann ich sagen? Dieses Spiel auf jeden Fall eines der, könnte man doch sagen, längeren Games. Mit 90 Parts habe ich hier noch längst nicht alles ausgefüllt. Aber es ist nicht ein Spiel, was unbedingt von der Hauptstory lebt, sondern auch von vielen Nebenmissionen. Kann ja nicht unbedingt verkehrt sein. Also muss ja nicht unbedingt verkehrt sein. Dennoch nicht das längste Assassin's Creed und schon gar nicht das beste Assassin's Creed. Meiner Meinung nach immer noch ungeschlagenes Assassin's Creed, was dem hier folgen wird, nämlich Assassin's Creed 2. Ja. Was gibt's noch zu sagen zu den Charakteren? Haven und Connor. Ich wünschte mir, man hätte ein bisschen mehr Tiefe zu Connor entwickeln können. So ein bisschen mehr, keine Ahnung, sein Charakter würde irgendwie so rau dargestellt. Ist ja schön und gut, weil er auch eine raue Natur ist. Aber irgendwo fehlte mir da doch der Bezug, den ich zu anderen Assassin's Creed Charakteren hatte. Ich weiß nicht, mit Ezio und Altair kann ich mich viel besser auseinandersetzen als mit Connor. Ja, vielleicht mehr mit Ezio als mit Altair, weil Altair war ja auch nie so gefühlsvoll und so. Nur schade war das mit Connors Volk und dass er so viele Verluste erleiden musste. Seine Mutter, Raduna Gedon, vergessen wir nicht, seinen Vater. Oh, und am Ende ist sein Dorf noch weggezogen, verjagt, am besten noch abgeschlachtet. Naja, es ist eigentlich richtig blöd gelaufen und an all dem ist nur Juno schuld. Aber wie diese Story dann geendet ist, wie geht das? Wie ist das möglich, dass Juno die Welt allein retten kann? Und vor allen Dingen, ich hätte mir gewünscht, dass dieses Spiel, wenn wir schon Desmond, die ganze Errettung mit Abstergo und so hatten, dass da Widdick getötet wurde und Cross dann auch letztendlich. Ich hätte mir gewünscht, dass wenn diese ganzen Conclusions, wenn diese ganzen Lösungen kommen, das Spiel auch beendet ist. Also ich meine nicht das Spiel, sondern die Reihe. Stattdessen sehen wir hier das. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Ich bin nicht gerade in positiver Stimmung gerade deswegen. Zumal ich mir wenigstens ein Happy End gewünscht hätte oder irgendwas sowas. Oder noch ein bisschen mehr Spielbares mit Desmond da drin dann. Wenn es irgendwie eine Möglichkeit gäbe, noch irgendwas zu machen, dass man noch mit Desmond weiterspielt statt mit Connor. Ich hatte mich auch auf Assassin's Creed gefreut, dass wo man in Abstergo eindringt und Widdick tötet, wo man dann nur Desmond spielt. Auf sowas habe ich mich ja gefreut. Wäre bestimmt geil gewesen für ein Assassin's Creed 4 dann oder nach Assassin's Creed 3, dass es dann noch weitergeht. Aber jetzt soll Desmond tot sein? Na, ich glaube, ich habe schon ein paar Theorien. Erstens mal haben wir hier Desmond, der vermeintlich tot ist und verbrannt und vielleicht, ja, aber vielleicht hat das hier überlebt, weil irgendwas muss hier an dem dran sein. Für irgendwas ist er so besonders. Niemand hat jemals gesagt, warum er derjenige sein muss, der dieses Gerät aktivieren kann. Niemand hat es jemals gesagt, warum er so wichtig ist. Nein, hat niemand. Naja, oder die in seiner Blutlinie generell, warum die so wichtig sein sollen, was die von dem Rest der Menschheit abtrennt, was die da abgrenzt, was die besser macht, naja. Deswegen, wenn irgendwas Besonderes an Desmond dran ist, dann hat er diese ganze Chose gefälligst überlebt und macht jetzt im nächsten Assassin's Creed so eine Art, ja, im Kopf von Desmond geht noch eine Animus-Geschichte vor sich, so ein bisschen wie in Revelations, aber bloß nicht im Animus, sondern in seinem Kopf und versucht dann aufzuwachen, dann letztendlich Juno zur Strecke zu bringen und vielleicht doch noch ein Happy End zu machen, wenn die Sonneneruption jetzt wirklich schon kein Thema mehr ist, was unfassbar ist. Aufgehypt dann unter den Teppich gekehrt. Wie rennt Juno das? Wie kann sie so stark sein? Oder es gibt eine andere Sache, dass Desmond wirklich tot ist und alles wahr ist, was ich schon das gesamte Let's Play über zusammen spekuliert habe, von wegen die ganzen Kamerabewegungen, wenn man Desmond gesteuert hat, dass auch sein Leben nicht mehr war als eine Anime-Projektion, die... Das widerlegt die Theorie aber, einer seiner Nachfahren dann ja gespielt haben muss. Und hat Desmond Nachfahren? Ich glaube nicht. Und es müssen seine Nachfahren sein. Es geht nicht, dass der Vater vielleicht noch irgendwie ein Kind hat oder so. Und der hat dann die Erinnerung, weil er muss ein direkter Nachfahre von Desmond sein. So funktioniert das, glaube ich, im Animus. Du kannst nur ein direkter Nachfahre einer Person. Darum kann man von Ezio, da hat doch die Schwester Claudia, darum könntest du auch niemals die Schwester Claudia spielen. Weil
Das ist einfach nicht, das ist kein, zwar eine Verwandtschaft von Ezio, aber definitiv kein Vorfahre von Ezio und solches. Stammt von einem Vorfahren von Ezio ab. Hier ist übrigens mein Aufnahmegerät abgeschmiert. Ja, ich wurde von meiner Mutter überrascht, als das Ganze hier ursprünglich aufgenommen wurde. Und konnte deswegen mein Schlusswort gar nicht machen. Deswegen habe ich es einfach weiterlaufen lassen, die Aufnahme, die dann zwischendurch kurz abgeschmiert ist. Und nehme jetzt, circa 3 Tage später, mein Resümee zum Spiel auf. Und ich glaube, ich habe noch nicht genug zum Resümee abgeliefert. Was soll man sagen? Also, ich kann Erstaunen äußern, wobei auch wenig Überraschung, dass es noch ein Assassin's Creed 4 auf jeden Fall geben wird. Hätte mir eher gewünscht, dass Assassin's Creed 3 dann wirklich die Lösung bringt. Wie viele Zwischentitel von Assassin's Creed wohl kommen werden. Aber das ist egal. Kommen wir zu Assassin's Creed 3 an sich. Wie gesagt, Connor, ich hätte mir ein bisschen mehr Tiefe gewünscht. Allerdings fand ich das Ganze mit Haven gut, diese cinematische Darstellung. Zum Beispiel auf der Schiffsfahrt, wie der ganze Anfang gestaltet wurde, war irgendwie geil. Auch cinematisch teilweise, wie das mit dem Kampf gegen Lee zum Beispiel, dann letztendlich nicht die Verfolgungsjagd, sondern das, wie sie in der Bar sitzen und einfach sich nochmal ihren letzten rumgenehmigen, bevor Lee dann einen Abgang macht quasi. Sowas fand ich cool. Aber irgendwo fehlt mir da immer noch was an der Story. Und ich weiß nicht, etwas Größeres hat mir an Assassin's Creed 3 gefehlt. Es war, dass der Desmond-Teil vielleicht ein bisschen untergegangen ist und ich weiß nicht. Connor hatte wenig Gutes geleistet. Er hat die Templer zur Strecke gebracht und das war's. Nehmen wir aber mal Altair und nicht zu vergessen Ezio. So haben sie alle etwas Kryptisches getan. Irgendwie, keine Ahnung. Klar hatte Connor den Kontakt mit Juno, aber irgendwo war das nicht genug. Irgendwo fehlte da so ein bisschen der ganze Zusammenhang. Er war bloß dafür da, um das Amulett in das Grab zu verschachern, damit Desmond es dann finden kann. Irgendwo fällt mir das doch ein bisschen schwer zu glauben. Vor allen Dingen, dass Juno das alles so geplant haben kann. Ich meine, sie konnte doch nicht mal wissen, dass Desmond geboren wurde, oder? Ja doch, wenn sie jetzt Zukunft sah. Aber was ist überhaupt die Sache mit Juno? Ich meine, die ist jetzt irgendwo eingesperrt, hat dann trotzdem die ganze Zeit irgendwie in die Zukunft geguckt in der Maschine. Aber ich meine, guck mal, die Vorläufer sprechen ja aus der Vergangenheit zu denen, indem sie 1000 Jahre in die Zukunft blicken und dann dort mit den Charakteren sprechen und so. Das war bei Tanya, glaube ich, hieß er, und bei Minerva der Fall. Aber Juno, ich dachte, sie tut genau dasselbe. Stattdessen ist sie plötzlich irgendwo eingeschlossen. Und vor allen Dingen, warum überlebt sie das? Und warum ist sie in der Lage, die Menschheit zu retten? Juno ergibt keinen Sinn. Und was halt überhaupt diese ganze Abstechen von Lucy? Ich hätte mir auch da ein bisschen mehr Klarheit gewünscht. Sie haben das jetzt so abgetan von wegen, sie war wirklich eine Templerin, aber das habe ich nie geglaubt. Auch jetzt glaube ich das nicht. Ich hätte gern mal ein bisschen Klarheit, was diese ganzen Sachen angeht. Irgendwo gab es viel zu viele Lösungen von Problemen in Assassin's Creed 3. Wie gesagt, dieses Spiel hätte es eigentlich abschließen sollen, meiner Meinung nach. Dieses Spiel hätte wirklich Assassin's Creed die Reihe gerne abschließen können und dann noch alle Rätsel klären können. Jetzt sitze ich gerade hier und denke mir so, Schlag ins Gesicht, Story geht weiter, in 3 Jahren geht's vielleicht weiter und, boah, ich krieg langsam einen Föhn, wenn ich so lange warten muss. Ich krieg echt einen Föhn dabei. Schön und gut, wenn man das nicht alles dann so Larifari an einem Spiel abklären will. Aber wenn man so endet, mit so einem Cliffhanger. Mehr fällt mir dazu gar nicht ein. Da weiß ich ehrlich nicht mal, was ich sagen soll. Nee. Es auf jeden Fall kommt bei mir nicht ganz so gut an. Habe ich auch bei einigen anderen Spielen so, wo solche Cliffhanger sind. Es gibt so ein paar Spiele, die ihre Story vollenden und dann vielleicht einen Cliffhanger am Ende machen und auf einen neuen Teil schließen lassen. Aber das hier hat uns doch komplett im Dunkeln gelassen, was alles nach Folgeende angeht. Also, ich meine wirklich. Der ist mit der Hauptcharakter plötzlich einfach tot oder vermeintlich tot, je nachdem. Und so lassen sie uns dann jetzt ohne ein weiteres Wort, Unifer verliert ihre Rolle, aber das hilft mir jetzt nicht weiter herauszufinden, wie es weitergehen könnte. Und ich weiß nicht, ob ich noch lange genug bei der Stange bleiben werde, um das herauszufinden. Und vor allen Dingen stellt sich mir jetzt eine Frage. Wird Ubisoft jetzt wieder Geld scheffeln, indem es Assassin's Creed Relief oder Assassin's Creed Extinction oder sowas rausbringt? Irgendwelche 2 weiteren Zwischentitel wie Revelations und Brotherhood, die nur einen Teil der Story erzählen und quasi beide als 2 verschiedene Spiele ein Jahr nach dem anderen rausgebracht werden, aber beide eigentlich zusammen gerade mal den Inhalt eines kompletten, vollwertigen Assassin's Creed-Spiels erfüllen? Wird es wieder solche Titel geben, solche Zwischentitel, wie es Revelations und Brotherhood waren, wie es absolut nicht mehr ab
kann dieser Tage. Bevor dann Assassin's Creed 4 kommt und die Story vielleicht wieder nicht beendet, damit Assassin's Creed 5 kommt. Ja, genau. So lasst ihr mich gerade dastehen, lasst ihr mich gerade alles befürchten und glauben und ich weiß wirklich nicht, ob das alles so gut war. Was ich allerdings cool fand, war die Detailverliebtheit in diesem Spiel teilweise. Klar, es gab viele Bugs, das ist halt, wenn man so viel auf Grafik setzt und alles super schön aussehen lässt. Hätten sie ein bisschen mehr auf Grafik gepfiffen, hätten sie mehr Zeit gehabt, diese Bugs zu testen, zu fixen und so weiter und so fort. Aber das lassen wir jetzt mal dahingestellt, darüber will ich nicht weiter meckern. Das betrifft nämlich nicht nur Assassin's Creed 3, sondern viele Spiele heutzutage. Da wird Metal Gear Rising Revengeance zum Beispiel keine Ausnahme bilden, glaubt mir. Ja, ich habe die Demo gezockt. Und ich muss sagen, da gibt's schon etwas Verbesserungsbedarf. Und auch andere Spiele, die heutzutage rauskommen, sei es jetzt Crysis 3 oder sonst was, Spiele, die ich niemals anspielen werde, weil ich eben sowas schon befürchte. Da wird sowas auch sein. Ich muss kurz aufstehen, stoßen, Moment. So, ist ja immer noch alles live, auch wenn ich es 3 Tage später aufnehme. Jedenfalls, das ist, ich war bei der Detailverliebtheit. Genau, da muss ich gerade erstmal rekapitulieren, wo ich war. Das Jagen an sich und die Tiere im Allgemeinen, dieses mit denen leben oder so. Ich habe offscreen zum Beispiel 2 Grizzly-Kinder, die gespielt haben, gefunden. Das war zum Beispiel geil. Auch die ganzen Missionen, die Siedlungsmissionen, die Abenteurermissionen. Da steckt irgendwie teilweise sogar noch viel mehr Herz hinter als in der eigentlichen Story. Vor allen Dingen in der Siedlungsmission, wo wir dann auch letztlich Achilles begraben haben. Irgendwo war da viel mehr Bezug zu den Leuten, die Connor in der Story im Allgemeinen eigentlich vermisst hat. In der Hauptstory kommt Connor wirklich zu kurz, aber in den Siedlungsmissionen zeigt er doch ein bisschen was von seinem besseren Charakter, was definitiv nicht schlecht war, das mit ins Display einzubinden, weil auf diese Weise haben wir wirklich ein bisschen mehr Bezug zu Connor gefunden, der mir vorher auch gefehlt hat, jetzt immer noch ein bisschen fehlt, aber es wurde aufgebessert immerhin. Nur schade, dass man sowas durch Nebenmissionen machen muss und dass es in der Hauptstory so weiter nicht integriert ist. Vor allem war die Hauptstory auch nicht gerade lang. Eine Sequenz bestand aus 2, 3, Missionen. Auch wenn sie geil inszeniert waren und so weiter, das ändert trotzdem nichts daran, dass das irgendwo ein bisschen wenig ist. Das hatte Assassin's Creed 2 zum Beispiel viel besser. Das sind Brotherhood und Revelations Verhältnisse. Ja, ich hätte mir da wirklich ein bisschen mehr gewünscht. Naja. Und das andere, was ich geil fand, wenn wir gerade bei dieser Musik sind, die ja auch von den Seeschlachten stammt, die waren ja wohl geil. Die waren ja wohl neben dem Jagen das Geilste an dem Spiel. Ich muss sagen, dort haben sie keinen Fehler gemacht. Das könnte als ein eigenständiges Spiel durchgehen, und zwar als ein gutes, was ich mir sogar zulegen würde, weil das war geil. Alles im Allen, muss man sagen, wenn man das alles so zusammenzieht, zusammenzählt, war Assassin's Creed 3 nicht der Mega-Hit der Reihe. Das für ist für mich immer noch Assassin's Creed 2. Aber dennoch nicht unbedingt das Schlechteste. Das Ende war jetzt ein bisschen unerwartet, fies angesetzt und so weiter. Ja, okay. Aber dennoch, es ist auf jeden Fall besser als Brotherhood und Revelations. Ich streite mich, ob es besser ist als Assassin's Creed 1, aber definitiv ist es nicht besser als Assassin's Creed 2. Also ist es maximal unter den Top 3 der Assassin's Creed Games, die ich soweit gezockt habe, denn die PSP-Titel oder den PSV-Titel, wie hieß er denn nochmal? Naja, die habe ich auf jeden Fall nicht gezockt, deswegen kann ich über die gar nichts sagen und zähle die zur Wertung nicht dazu. Ich habe nur Assassin's Creed 1, 2, 3, Brotherhood und Revelations in dieser Wertung mit einbezogen. Nun gut, das war's im Prinzip. Das war im Prinzip mein Review. Gibt's noch was zu sagen? Achilles. Ja, man hat so ein bisschen herausgefunden, was mit seiner Familie passiert ist im Zusammenhang. Das Feuer, dort wo man das Gemälde in der Siedlungsmission geholt hat. Nicht zu vergessen, die Gräber. Und da habe ich auch noch irgendwo im Internet gelesen, dass die Familie bei einem Brand ums Leben gekommen sein soll. Muss man sich alles aber ein bisschen mehr zusammenreimen. Ich weiß nicht, ob es da irgendwo direkt steht. Ich habe jetzt nicht in die Datenbank-Einträge dieses Spiels geguckt, als dass ich das jetzt gewusst hatte, hätte, dass man es dort sehen kann. Naja, und tut mir übrigens leid, dass ich nicht die Abenteurermission von Monatu noch geschafft habe. Dass ich nicht den Bostoner Untergrund geschafft habe, dass ich nicht den New Yorker Untergrund geschafft habe und dass ich die Berichte von Desmond nicht mehr vorgelesen habe, was ich nur eigentlich noch wollte. Aber das war alles so viel und ich war schon im Part 89. Und ich wollte maximal 90 Parts, weil jetzt startet Metal Gear Rising Revengeance. Ich glaube, es ist schon vor 4 Tagen gestartet zum Zeitpunkt, wo ihr das seht. Es sollte eigentlich spätestens
einen Tag nach diesem Video hier starten, als Folgeprojekt hiervon. Und dann gibt's noch Ultimate Ninja Storm 3, Dead Space 3. Ihr wisst, warum ich 99 Parts von diesem Spiel machen wollte. Es steht noch so viel an. Nun gut, was soll ich sagen? Ich bedanke mich für die vielen Kommentare, die ich in diesem Let's Play behalten habe. Es war wirklich viel. Auch danke ich den Leuten, die von Anfang bis Ende hier zugesehen haben. Ich meine, 90 Parts, von denen eine 15 Minuten Länge nicht mal die Regel war, sondern teilweise auch 30 oder 20 Minuten Länge, weswegen das Spiel auch nicht unbedingt als Kurs anzusehen ist. Wer das hier alles antut mit mir, den nervigsten Typen überhaupt, oder auch vielleicht nicht nervigsten Typen überhaupt, je nachdem, wie es eure Meinung ist, auf jeden Fall den viel labernden Typen, den es auf der Welt gibt, dass ihr so lange durchgehalten habt, da kann ich euch nur für danken und beglückwünschen. Auch toll gemacht mit den Kommentaren, finde ich super, Bewertungen favorisieren und so weiter ist mir egal, Hauptsache Kommentare, Kritik, konstruktive Kritik und nicht zu vergessen, das, was ich zum Beispiel in die 40er Parts auch gerne angepriesen habe, Sachen, die ihr mir vorschlagen könnt, die ich unbedingt noch machen kann und ich habe mich auch bemüht, das noch zu machen und reinzuquetschen, auch wenn es nicht ganz geklappt hat, das meiste habe ich ja noch geschafft und ich bedanke mich auf jeden Fall auch für die Vorschläge und für die Kommentare und die Tipps, die ich erhalten habe im Laufe dieses Let's Plays. Und ich hoffe, ihr seid auch bei den folgenden Let's Plays dabei. Jetzt im Anschluss die neuen Let's Plays, die starten, wie gesagt, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 am 8. März. Und am 19. Februar oder 21. Februar oder 23. Februar oder 24. Februar, je nachdem, wann es rauskommt, Metal Gear Rising Revengeance als Nachfolgeprojekt hiervon. Dann wird irgendwann noch Dead Space 3 kommen. Ob es direkt hier nach kommt, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall eines der beiden Folgeprojekte zu Ultimate Ninja Storm 3 oder Metal Gear Rising Revengeance wird auf jeden Fall Assassin's Creed 2. Der beste Teil der Reihe. Und ich hoffe, zumindest die Assassin's Creed Zuschauer sind auch da wieder dabei. Kommt jetzt noch was nach dem Credits? Ich weiß es ja schon. Ah, keine gute Tat bleibt ungestraft. Weil Desmond gestorben ist und Connor sein Volk verloren hat und quasi jetzt in nahezu Einsamkeit lebt. Achilles ist tot, aber er hat jetzt immerhin die Siedlung. Wenigstens das ist ein guter Gedanke. Schauen wir doch mal, ob da was kommt. Epilog Davenport Siedlung 1783. Die Musik, zu der ich Raduna Gedon bestattet habe. Sogar die Rüstung, die ich verdient habe. Aber nur die, die ich geholt habe. Keine weitere. Nur die, die ich wirklich freigeschaltet habe. Er verbrennt die Bilder der Attentatsziele, von seinem Vater und allen. Ich ziehe einen Schlussstrich. Ja, und diese aufgemalten Haare. Ein Manko an diesem Outfit. Es wird Zeit, den Krieg gegen die Templer zu beenden. Er ist vorbei, die Schlacht ist geschlagen. Viele Opfer hat es gekostet. Doch hat die gute Sache gesiegt? War es das wert? Das eigene Glück zu opfern, um das Land zu retten? Raduna Gedons Axt. Da sind wir nun. Hier muss ich gerade übrigens ziemlich betrunken steuern, weil zum Zeitpunkt dieser Aufnahme war ich immer noch vor. Meine Mutter war noch im Raum und hat mich zugelabert, deswegen war ich da gerade so ein bisschen. Ja. Die Axt konnte man jetzt nicht sehen. Schade. Hätte auch gewünscht, dass die auf dem Boden liegt, aber muss man nicht unbedingt haben. So, wir müssen dort ins Grenzland. Da können wir noch was machen. Es gibt dort nämlich noch ein Dorf, wo ich habe Ranundoku die ganze Zeit Raduna Gedon genannt, oder? Fällt mir gerade so auf. Die ganze Zeit habe ich den nach Connor benannt. Das ist Ranadoku, was ich jedes Mal Raduna Gedon genannt habe. Entschuldigung, fällt mir nur gerade so auf. Nee, auf jeden Fall Connors Heimatdorf.
Dort erwartet uns noch eine Kleinigkeit, nach der ich das Let's Play beenden werde. Connor hat Angst vor Feuer. Wenn du hungrig bist, ich hab genug. Nein, danke. Wo sind denn alle hin? Nach Westen. Ist schon eine Weile her. Anscheinend hat der Kongress des Land einem Mann aus New York zugesprochen. Was? Das passiert jetzt immer öfter. Die Regierung sagt zwar, sie nehmen kein Land, das schon bewohnt ist, aber... Wie konnte das nur passieren? Wir sind jetzt allein. Überhaupt kein Geld und keine Hilfe aus England mehr. Das heißt, wir müssen jetzt alles selbst machen. Und selbst bezahlen. Land ist schnell und leicht verkauft. Und nicht so lästig wie Steuern. Und da angeblich der ganze Krieg nur deswegen ausgebrochen ist, will sie keiner so schnell zurück. Sind kluge Köpfe unsere neuen Anführer. Die greifen noch nicht ganz so hart durch. Noch zu früh für Steuern. Zu britisch. Danke. Pass auf. Das werden wir. Es gab hier noch eine weitere Hauptmissionsmarkierung, aber ich habe auf die Zeit dieses Parts geguckt und dann gesagt, das war's auch. Außerdem, wenn ich noch irgendwas Aktives in dieser Mission machen müsste, naja, könnte ich sie gerade nicht aufnehmen, weil meine Mutter immer noch direkt hinter mir steht. Deswegen habe ich mich hier ein bisschen bewegt. Und gedacht, dass hier Connors Mutter doch gestorben ist. Genau hier vor Connors Anblick. Vor einigen Jahren schon. Und dass ich versucht habe, da hoch zum Boot zu klettern, aber es nicht ging. Und dass, wie hier doch oft mit der alten Dame gesprochen habt von Connors Volk, die Dorfälteste, und auch Ran und Doku versucht haben, hier zu begraben. Alte Zeiten habe ich vorbeischwelgen lassen. Und mein imaginäres Schlusswort, verfasst während ich gerade hier stehe, an das ich mich natürlich 3 Tage später nicht mehr erinnern kann, dementsprechend kann ich nur sagen, warten wir auf das, was da noch kommt. Und dann ist dieses Let's Play zu Ende. Wie gesagt, ich kann mich nur für all euren Support bedanken und hoffe, dass ihr auch für weitere Projekte wieder dabei sein werdet. Assassin's Creed 3 ist somit vorbei, Assassin's Creed 2 und Brotherhood stehen noch an aus der Assassin's Creed Reihe. Und somit sage ich als Drag Linus, over and out, ein Schlussstrich für dieses Let's Play, bleibt sauber, bis zum nächsten Mal.